wunderschönen guten Morgen. Für uns geht es jetzt ab nach London. Ich denke, der Einsatz war wie immer da, totale Einsatzbereitschaft gezeigt. Ich glaube, heute haben wir einfach den ein oder ein, zwei Fehler zu viel gemacht im Spiel. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Klar, Chelsea ist eine super Mannschaft, aber ich finde, speziell in der zweiten Halbzeit hatten wir echt eine gute Phase, wo wir eigentlich Druck machen aufs 2-2, kassieren dann ein Tor aus dem Standard, aus dem Freistoß. Und auch danach, Respekt an die Mannschaft, wir haben alles versucht. Ich glaube, wir hatten nur Riesenchancen aufs 3-2. Ja, das 4-1 war halt dann am Ende Konter, also das Ergebnis ist eindeutig zu hoch, aber wir waren sehr knapp dran. Leider im letzten Moment gescheitert und aktuell tut es sehr, sehr weh. Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Wir sind mit dem 2-1 hier reingegangen. Haben auch nach dem 1-0 gewusst, dass wir noch alles in der Hand haben. Machen dann das 1-1. Alles gut, gehen dann mit einem unnötigen 2-1 in die Pause. Das war auch noch, ich glaube, 44. Minute oder sowas. Ich denke, wir haben die Aktion nicht so gut verteidigt. Wir müssen da irgendwie klarer klären. Und ja. In der zweiten Halbzeit, das 3-1 machen wir nicht gut, das verteidigen wir nicht gut. Da steht Hader komplett frei und köpft ihn halt rein. Und ja, da müssen wir aufmachen, das 4-1 kann man auch. Also muss unnötig, aber das haben wir halt aufgemacht. Ich glaube, wir hatten auch noch die Chancen, um den Anschlusstreffer zu machen. Aber hat nicht gereicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es einfach nicht hätte sein müssen. Wir hätten in manchen Situationen einfach cleverer auch spielen müssen. Deswegen hätte es auf gar keinen Fall sein müssen, dass wir jetzt so mit so einer Stimmung nach Hause fahren müssen.